Ja, hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück. Silence, wir sind auf der Suche nach Janus. Wir haben unser Team verloren, eigentlich. Wollen wir uns zurückziehen? Nein, wollen wir nicht. Weitergehen? Weitergehen? Wir können nur weitergehen. Wir versuchen es einfach mal. Die Sucher haben ja Rini auch nicht gesehen. Vielleicht sehen sie uns ganz auch nicht. Bestimmt nicht. Okay, hat sich gerade erübrigt. Wir spielen ja mit Mr. Superheld. Schnell weg. Damit hätten wir geklärt, wir waren da in einer Sackgasse unterwegs. Naja. Verdammt, Rini! Irgendwas ist passiert. Ich muss zurück. Ja, der Meteor macht mir jetzt auch nicht unbedingt Freude. Sorgen will ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob er uns Sorgen machen sollte. Na. Ah. Noah? Sam? Der schläft tief und fest. Botschaft. Die Krakelschrift könnte ich nicht mal lesen, wenn ich lesen könnte. Oh, eine königliche Schatzkiste. Und ich bin die Königin. So, was ist drin? Hm, hey, die sieht aus wie Sedgwicks Mütze. Ich zeig sie Noah, sobald er zurückkommt. Noah ist toll, aber Sedgwick ist sogar noch ein kleines bisschen toller. Okay. Babystatue? Schade, dass hier keine Statue von der Königin steht. Ich würde gerne wissen, wie sie aussieht. Also das große Teil ist die Baby-Statue. Naja, okay, alles klar. Da ist Spot. Hey Spot. Spot? Psch, mein kleines grünes Baby. So, was machen wir denn? Wollen wir? Ja, wir können gar nicht. Moment. Bergauf? Wollen wir zu Noah gehen? Zur Sackgasse? Oder zurück zum Honigbaum? Wir gehen mal zu Noah. Kyra? Wo sind die beiden hin? Kyra, wo sind die beiden hin? Okay, wir gehen nicht zum Honig, wir gehen zum Honigbaum. Noah, bist du da? Wir gehen nirgends hin. Schlaft, meine Untertanen, schlaft. Wenn ihr aufwacht, gibt's Rühreier mit Speck. So, was machen wir jetzt eigentlich? Ich kann mich nicht bewegen. Vielleicht kann ich jetzt. Kyra? Nein. Wo sind die beiden hin? Hm, Noah, wo bist du? Hm, er ist nicht da. Keine Sorge, ich passe auf euch beide auf. Okay. So, Kiste hätten wir durchsucht. Babystatue, Botschaft. Samuel schläft nach wie vor. Da können wir nicht ganz hingehen. Das geht auch nicht. Kyra, wo sind die beiden hin? Nein, da ruft sie einfach nur. Können wir nur nochmal schauen, ob wir Spot aufwecken? Kleiner Spotty, ich passe auf dich auf. Oje. Vielleicht war das ja die Königin, als sie klein war. Wenn ich mal groß bin, will ich auch eine Königin werden. Aber eine nette. Aber eine nette. Gut. Jo, und nun? Wir können uns nicht wegbewegen. Was war da? Ja, wieder zum Honigbaum. Ja, mal schauen, ob sie noch irgendwo was versteckt. Bergauf, Honigbaum, Sam, Kiste und Spot. Vielleicht finden wir noch was in der Kiste. Eine Spieluhr, wie schön. Boah. Das ist die verdammte Bombe. Ich meine, wir wissen, dass die ohne Zünder ist. Keine Zeit zum Spielen, zieh dran. Keine Zeit zum Spielen. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Ich muss regieren. Ja, mach das. Ist sicherer. So, was noch in der Kiste? Dann räumen wir halt die ganze Kiste aus. Ganz unten haben sie die Pistole versteckt. Oh. Die sieht gar nicht aus wie eine echte.
Ob die überhaupt schießen kann? Tja, das war's dann mit der letzten Signalrakete. Aber ich... Was ist passiert? Gar nichts. Fehlalarm. Mhm. Sie ging ganz von selber los. Oh, Rini, ich hab so einen Schreck gekriegt. Das wollte ich nicht. Hast du Janus gefunden? Nein, aber den Krater, den er erwähnt hat, und sein Vogelsymbol auf einer Tür. Dann warst du auf dem richtigen Weg. Los, wir brechen sofort auf. Aber da war ein Sucher. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ich weiß wie. Ja, sie hat Erfahrung. Ich habe eine bessere Idee. Wieso nicht? Das ließe sich bewerkstelligen. Hallo? Hört ihr mich gar nicht? Verschaffte Gehör und zwar laut. Oh ja, auf das bin ich jetzt gespannt. Bla bla bla. Sei doch still. Du lockst sonst die Sucher an. Aber sie können mich gar nicht hören und sehen. Die Sucher sind blind. Sie können gar nichts sehen. Ich meine doch, er nimmt mich nicht wahr. Weißt du nicht mehr, Sam? Natürlich nicht. Du bist ein kleines Mädchen. Genau. Mhm. Und wir beschützen dich. Aber... Wir machen ihn auf uns aufmerksam und locken ihn so in den Wald. Aber wie fies. Immerhin ist sie die Einzige, die bis jetzt einen Sucher gekillt hat. Ach ja. Abdecken brauchen wir es gar nicht. Vergiss nicht, dass sie blind sind. Ach ja. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Ich wollte jetzt an der Spieluhr ziehen. Ja, dann nehmen wir die Sache hin. Ich bin sicher, die Sucher bemerken mich gar nicht. Genauso wenig wie ihr beiden. Komm, Spot. Genau. Wir befreien Janus. Wir nehmen die Sache jetzt selbst in die Hand. Zeit, dass Profis das Ganze übernehmen. Oh, Luftbläschen. Wow. Sie schon wieder. So. Was können wir anstellen? Pilz? Hey Pilz, warum wächst du ausgerechnet da? Ich sag's dir ungern, aber du störst. Ja stimmt, weil sie ja da jetzt nicht rein kann und sie kann sicher die Schiebetür schieben. Die geht bestimmt nicht auf. Die geht bestimmt nicht. Siehst du, das ist die Erwachsenentür. Oh, die Erwachsenentür. Ja, okay, dann checken wir mal auch wieder die Laubbäume durch. Das Schönste am Herbst ist das Laub. Sonnenblume. Hinter dem Waisenhaus war ein ganzes Feld davon. Hoffentlich machen sie nächstes Jahr ein Erdbeerfeld raus. Naja, sie liebt das Sonnenblumenfeld offenkundig. Juhu, Laubhaufen! Was war das jetzt? Da wohnt jemand drin. Jemand Bissiges. Okay. Wieso ist er angebunden, wenn er doch aus Stein ist? Und was können wir sonst noch machen? Pilz. Schon wieder ein Anti-Kinderpilz. Ein Anti-Kinderpilz. So Spot. Kannst du mir helfen, den von hier wegzuschieben? Okay, dann machen wir Spot mal flach. Und verwenden ihn halt wieder als... So. Ups. Gut gemacht, Spotty. So, Spot. Normal. Kannst du in den Laubhaufen schauen, wer da drin wohnt? Ich pass auf dich auf. Okay. Moment mal, vielleicht können wir Spot das Wasser trinken lassen. Spot? Vorsicht, ich mach das Brett jetzt weg. Okay, wir machen das Brett jetzt weg. Ist das schwer? Der Pilz ist weg. Eins, drei, sieben. 7 Kilometer tief. Boah. Keine Angst, ich fall da nicht rein. Aber wir können jetzt auf die kleine Öffnung.
Können wir da sonst noch was machen? Warum haben wir das jetzt getan? Außer, dass wir wissen, dass dieses Loch 7 Kilometer tief ist. Keine Angst, ich fall da nicht rein. Na gut. So, kleine Öffnung. Oh mein Gott, wenn die da jetzt in die... Manchmal ist es gut, klein zu sein. Das sind doch jetzt diese Pflanzen, die ist jetzt gleich wieder voll drauf. Yo, Big Sam. Mit Spotlos? Warte am besten hier. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. So, zusammen kriegen wir die anderen Blumen auch noch zu. Aber wir müssen die Blumen zumachen. Herrje, die wächst ja aus einem Kronleuchter. Okay, wie können wir die Blumen schließen? Das schaffen nur starke Ritter. Und Spot. Alles klar, Spot. Spot? Das kriegst du bestimmt auf, wetten? Ah, okay. Ich dachte, wir müssen ihn erst flach unten durchschieben und dann hochpumpen. Na dann, können wir eigentlich... Ja, das lassen wir jetzt einfach mal. Die da oben steht schon still. Die beiden bewegen sich noch ziemlich unangenehm. Das heißt, wir gehen mal da lang. Komm, Spotty, da krabbeln wir durch. Gut, jetzt müssen wir den Kronleuchter irgendwie hochbekommen, glaube ich mal. Blumen brauchen Sonne. Eine Gardine muss her. Können wir Spot als Gardine verwenden? Nicht bös gemeint, aber so bist du zu dick. Ja, dann machen wir so. Tut mir leid, Spotty. Wird nicht lang dauern. Liebevoll an die Wand geklatscht. Okay, nice. Können wir ihn jetzt entfernen, ohne dass... Wir werden es gleich rausfinden. Geht jetzt wieder auf die Pflanze? Ja. Okay, sorry, Spotty. Du wirst leider Gardine bleiben müssen. Nee. Wie er abhaut. Spot? Nichts da. Gleich nochmal, liebevoll an die Wand geklatscht. Tut mir leid, Spotty. Wird nicht lang dauern. Platsch. Naja gut, das Einzige, was mir einfällt, und ich hoffe, das funktioniert instant, ist an die Kette zu hängen. Oder wir brauchen den Hund. Schau mal, Spot, ich kann fliegen. Okay. So, warte mal. Gut, das müssen wir ja nicht mehr hochziehen, so da können wir ja schon durch. Hurra! So, Spot, was machen wir mit dir jetzt eigentlich? Wo sind denn die Schlangen hin? Komisch, jetzt sind da Sprossen, die direkt zur Tür raufführen. Danke, liebe Schlangen. Danke, liebe Schlangen. So, Janus. Spotty muss auf jeden Fall mit. Ah, okay. Ich dachte schon, weil wenn da unten jetzt wieder die Blume aufgeht, dann... Komm, Spotty, wir gehen. Wir gehen. Dann wäre ja die Schlange wieder lebendig geworden, beziehungsweise unsere Halluzinationen von lebendigen Schlangen wären wieder da und so.
Hey, was hängt da? Versteck dich, Spotty. Mal sehen, ob er mich wirklich nicht bemerkt. Sie ist so tough. Ärger den Sucher. Fang mich doch, du Eierloch. Hey! Yay! Es klappt, Spotty. Okay, Spot. Du bleibst lieber in Deckung. Versteck dich weiter hinten. Vogelpfeife? Was hängt denn da? Eine Pfeife mit diesem komischen Ameisenbär drauf. Kaputt. Hui, ganz schön heiß. Spot im Versteck. Was kann man mit der Blase machen? Blubberbläschen. Leck jetzt nicht dran, Mädel. Das ist Gift. Vielleicht können wir ja mal schauen. Hallo, Herr Sucher. Haben Sie was verloren? Warum suchen Sie nicht in der Lava danach? So viel zum Thema nett sein, ja. Er benimmt sich genauso wie alle Erwachsenen, wenn sie beschäftigt sind. Er tut so, als wäre ich nicht da. No. Was ist das bloß für ein Splitter? Mhm. Okay, können wir da jetzt weiter? Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, was wir da jetzt noch großartig tun können. Ralph, da kommt ein kleines Beinwesen. Ein Beinwesen. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ralph, nun rede doch endlich wieder mit mir. Hallo, sag bloß, du bist einer von den beiden Steinbrüdern. Ich habe schon viel von euch gehört. Wirklich? Also, ich bin Ingo und hinter mir ist Ralph. Da ist niemand. Aber hinter dir ist gar keiner. Was? Das kann nicht sein. Schau doch selbst. Ja, wirklich. Wo ist der hin? No, wir versuchen ihn zu beruhigen. Beunruhigen möchte ich jetzt nicht wirklich. Ich weiß nicht, aber ich kann dir suchen helfen. Aber zuerst muss ich den alten Janus finden. Du hast ihn nicht zufällig gesehen? Meinst du das weißhaarige Beinwesen, das kopfüber am Geflügelten hing? Das wurde hinauf auf den Gipfel verschleppt. Oh, wie komme ich denn auf den Gipfel rauf? Durch das Steintor. Ralph wüsste, wie es aufgeht. Er hat jahrhundertelang in die Richtung geschaut. Wann hast du Ralph denn das letzte Mal gesehen? Gesehen? Direkt noch nie. Er war ja immer hinter mir. Aber gehört habe ich ihn das letzte Mal vor ein paar Tagen, als etwas vom Himmel fiel und die Erde gewackelt hat. Und was hat er da gesagt? Ah! Dann ist er da bestimmt hinuntergestürzt. Oh je. Und ich dachte, er wäre sauer auf mich. Ich finde Ralph. Na, mal schauen, ob wir Ralf finden. Was ist Gebetsmühle, Gebetsmühle? Wie kommt das Ding dahin? Ich glaube, die hat der Sucher hier so wild herumgeworfen. Warum hat er das gemacht? Na, weil er doch uns Steine vernichten will. Ach ja. Zum Plateau? Die hier ist kaputt. Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Oh ja. Wir Steine leben gefährlich. Was sind das denn für komische Blüten? Quarze. Verwandtschaft um drei Ecken. Oh. Toll. Verwandtschaft um drei Ecken. Vielleicht kriege ich ja ein Stück davon ab. Vielleicht ist das auch der Splitter. Hast du etwa ein Stück Quarz abgeschlagen? Nein. Schlimm? Ach, wächst ja wieder nach. Wirklich?
Ja, in 1 bis 2000 Jahren ist der Millimeter wieder dran. Ja, wenn es ein Millimeter gewesen wäre. Hm. Aber vielleicht war das der Splitter, den wir benötigen. So, Gebetsmühlenhalterung. Gebetsmühle. Was soll das hier sein, Ingo? Keine Ahnung. Das lag immer in Ralphs Blickrichtung. Der immerhin mehrere tausend Jahre in die Richtung gesehen hat. Da kommt man zum Gipfel rauf, ja? Ralph weiß wie. Wir versuchen es trotzdem. Wir müssen nur noch die Tür... Okay. Wie kann man denn Steine kitten? Ja, mit Lava. Wie kann man denn Steine kitten? Na gut, dann schauen wir mal, ob wir Ralph finden. Der da wahrscheinlich... Da geht's zum Krater, das heißt, wir gehen mal da zum Plateau. So kriege ich Ralph nicht hierher. Ach, das ist jetzt doof. So kriege ich Ralph nicht hierher. Wie kommen wir sonst zu Ralph? Wie kommt das Ding dahin? Ich glaube. Warum hat er das gemacht? Na, weil er. So, das hatten wir schon. Haben wir den eigentlich auch schon? Kann ich sowieso nicht lesen. Kann ich sowieso nicht lesen. So, Quarz. Wir haben ein Stück Quarz eingesteckt. Moment. Vielleicht ist das dieser Splitter, den der Sucher sucht. Dann gehen wir mal zum Suchen. Bin gleich wieder da, Ingo. Okidoki. Weil ich habe da so eine Idee. Wie kann man Steine kitten? Also ich glaube mal mit Lava. Ist ja geschmolzener Stein. Und damit sollte es funktionieren, eigentlich. Dazu müssen wir aber zuerst ins... Oh ja, genau, da haben wir den Splitter. Hey du. Oh. Ich mag die Raupe. Und ich werde das jetzt gleich mal ausprobieren. Wir werden Spotty mal... Ich meine, es hat bei der Biene funktioniert. Nein, Wasser kommt Spotty, da auch das ist heiß. Wow, du bist Drachenspot. Drachenspot. Kann man Drachensplot? Spot. Jetzt mit der Blubberblase? Nein, können wir nicht. Komm mit, Spotty. Wir müssen eine Gebetsmühle fixen. Ah, und wir können ihn jetzt wahrscheinlich auch als Brücke verwenden für... Hallo, da bin ich wieder. Und jetzt habe ich meinen allerliebsten Freund dabei. Darf ich vorstellen? Spot. Hoffentlich kein Steinpinkler. So. Meine Theorie war richtig. Und jetzt zusammendrücken. Es hält! Ja, aber wie soll denn die Kleine da jetzt die Gebetsmühle... Ralph weiß, was damit zu tun ist. Ja eben, wie kommen wir jetzt zu Ralph? Ich würde Spot jetzt mal da als Brücke verwenden. Oh, du bist so cool, Spotty. Kann ich sowieso nicht lesen. Eh nicht, aber... Ah, jetzt können wir zum Plateau. Ich dachte, wir können da vorne schon runter irgendwie. Na ja, dann holen wir uns Ralph. Hä? Ralph weiß, was damit zu tun ist. Okay, wir holen uns nicht Ralph. Ich kann da nicht weiter. Ich bin verwirrt. Und wieder zurück. Ja. Warum, wieso, weshalb? Naja, okay, dann und wieder zurück. Spotty? Können wir auch auf die Seite? Was mache ich denn jetzt? Zum Plateau? Nein? Nein? Hm. Hey du, wie kommen wir denn runter? Und? Hast du Ralph gefunden? Nein. Noch nicht, aber ich schau gleich nochmal. Der olle Stachelbusch piekst wie verrückt. Ralph weiß, was damit zu tun ist.
Moment, kann ich da einfach so hingehen? Spotty, kannst du da... Ah, Moment mal. Wir gehen Feuer nachlegen. Vielleicht kann Ralf diesen Dornenbusch wegbrennen und dann müssten wir, wenn wir Glück haben, liegt dort der andere Stein. So, Spotty. Ah, wir müssen dich zuerst mal normalisieren. Aber ob es funktioniert, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.